Geisteskrankenfahrkarte. Hallo, mein Name ist Luca. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Video, in dem Sander und ich unsere alten Grundschulen besuchen werden. Wir haben ja vor ein, zwei Jahren schon mal unser Gymnasium besucht, ne? Ja. Wo wir unser Abi gemacht haben. Halt die Fresse. Da gibt's so Löcher, da kann man perfekt Zigarettenstummel rein. Digga, wir sind so asozial! Die Einzige, die asozial ist, bist du. Denn Sandra war nur an meiner Grundschule. Wir waren auf zwei verschiedenen, weil du hier mal geraucht hast. Was? Ja. Hä? Wieso dreht sich das? Ich kacke ab. Luca, ich scheiße mich komplett ein, Bruder. Der spinnt komplett. Also ich bin vor 6 Jahren oder so mal gefahren, aber da habe ich mich auch noch auf die Schnauze gelegt. Ne? Ich wusste nicht mehr, wie man bremst. Ich bin immer weitergefahren. Ja, man muss ja einfach sagen, wir sind mittlerweile schon so fette Promis, dass man uns überall erkennt. Wir können ja nirgendwo mehr normal hingehen. Was macht Revi denn hier? Dan und ich sind auf jeden Fall heute ein bisschen nostalgisch unterwegs und werden euch unsere alte Grundschule zeigen. Du warst auf einer anderen als ja. Ich. Ich war auf dieser hier. Ihr müsst halt überlegen, dass ich früher mit meinen Eltern da hinten in so einer Siedlung gewohnt habe. Also wir sind dann halt irgendwann umgezogen. Hier war immer so der Parkplatz. Hier waren die ganzen Fahrräder dann haben geparkt. Ich bin immer zu Fuß hingelaufen. Ey, und das aber hier war, no joke, alle Fahrradständer in unserem Dorf sehen genauso aus. Auch an unserem Gymnasium. Revi, hast du gefragt? Oder? Das hier habe ich auf jeden Fall bei keiner anderen Grundschule jemals noch mal gesehen. Und zwar ist das ein abgesenkter Platz hier, wo man halt Spiele spielen kann. Und das war halt richtig geil. Weil, also das sind hier so, keine Ahnung, was sind das, so 20, 30 Zentimeter oder so, da ist halt immer der Ball dann gegengegangen. Der ist nie irgendwie krass weggeflogen. Außer mal war so ein Krummfuß wie ich, hab den einmal da oben auf die Sporthalle geschossen. Deutschland. Pausenhof, so vor der Eingangstür, da kann ich euch gleich auch noch eine Story erzählen, denn wegen mir wurde mal die komplette Eingangstür neu gebaut. Ich glaube, wir hatten damals gar keine Platten. Ich glaube, wir hatten die noch nicht in der Grundschule. Hier haben wir mal Rundlauf gespielt. Und dann immer schön mit dem Becken da so drankommen, Alter. So halb sterben dann immer. Hier haben wir auch immer Fangverstecken gespielt oder wie das hieß. Also hier war immer eine Person, hat sich dann hier so hingestellt, musste hier so beide Hände dran halten und zählen und halt gegen die Wand gucken. Dann durften sich alle verstecken. Versteckfangen heißt, oder wie heißt das? Fangverstecken. Du hast hier eh nur geraucht, du kannst gar nichts sagen. Und wenn man dann halt gefunden wurde, musste man abschlagen, aber musste dann immer, hi. Arbeitest du hier? Ah, okay, ich dachte, wir kriegen Anschluss. Das hier war auf jeden Fall der Eingang zu unserer Sporthalle. 187. 187. Diese Toiletten hier vorne hat nie jemand benutzt. Da hast du dir alle Krankheiten abgeholt, die es irgendwie gab. Das hier war das Hausmeister. Sandra. Gute Schule. Auf jeden Fall war das hier dann halt so der Eingang. Und früher war es dann wirklich so, dass nicht wie bei einer Uni, die machen die Toren auf und alle kommen irgendwie eine Viertelstunde, eine halbe Stunde zu spät, sondern hier haben die Leute halt wirklich damals noch gewartet, also ich auch, als ich kleiner war, um halt reinzukommen, weil man sich so auf die Schule damals noch gefreut hat. Und hier, das haben die mittlerweile weggemacht, eben wegen mir, waren früher so Gitter, damit man dort halt seine Schuhe abklopfen konnte und halt so direkt dahin konnte etc. pp. Und ich habe im Winter, als wir halt auch gewartet haben, als die Schule noch geschlossen hatte, aufgrund von wir waren zu früh da, habe ich ein Wettrennen gemacht mit Dominik, Kollege von mir, ganz liebe Grüße, falls er das sieht, der ist jetzt irgendwo in Bayern, wohnt der, glaube ich. Haben wir ein Wettrennen gemacht, wer als erstes von dort hinten, von der Absperrung, hier, der Typ mit seinem Hoverboard kommt zurückgefahren. Auf jeden Fall sind wir von hier vorne ein Wettrennen gelaufen, wer als erstes dort an der Tür war. Und ich wollte halt abbremsen und bin über diese Gitter rübergeschlittert. Ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast erzählt. Dann bin ich mit meinem Knie in die Scheibe rein, dann ist die Tür gesprungen und alle hatten die ersten beiden Stunden einen Fall. Wegen mir. Meine Eltern mussten dann kommen. Moin Meister! Drehst du gerade Video? Ich drehe ein Video. Möchtest du wen grüßen? Ja. Wen möchtest du grüßen? Meine Familie. Okay, ganz liebe Grüße. Ich habe von mir aus 1995 angepasst. Glückwunsch. Aber die Schuhe ist echt die Größe, oder? Ich hatte hier eine Größe. Moin Revi. Moin Revi. Seitdem du hier nicht mehr rauchst, sind ja auch keine Kippenstängel mehr. Hier hinten rum war dann unsere Laufbahn. Also hier hat man dann so diese Bundesjugendspiele scheiße mal gemacht. Wer sich den Kram so ausgedacht hat, so ein Schwachsinn. Wer kann weiter einen Ball werfen? What the fuck? Vorne sind dann überall so Wege, um halt über die Schule an alle Sachen ranzukommen. Ich weiß noch, da sind wir mal in der dritten oder vierten Klasse, sind wir auch mal rumgeklettert, immer in einer Pause. Haben dann übelst Anschluss bekommen, seitdem ist auch alles videoüberwacht tatsächlich. Wegen mir haben die einiges verändert hier. Nein, nein, das sind meine Streitschlichter, das waren meine Streitschlichter-T-Shirts. Starke Kinder. Was, Bruder? Das hier war aber wirklich der beste Klassenraum, weil man konnte halt hier sitzen und konnte halt hier dann aber den Leuten immer so ein bisschen beim Sport zugucken. Wir hatten natürlich auch noch die Sporthalle und hier vorne war auch noch der Sportplatz. Ich grüße Sam Glüsner, grüße Younes Reinhardt, David Joos, Inges Zelike. Ich grüße Selfie, Sandra. Ich grüße Elsa, Luca. Da ist unser Klassenzimmer. Ja. Das war auch mein Klassenzimmer früher. Wirklich?
Nein. Wir haben früher einmal hier gespielt, dann haben wir den Ball hier drüber geschossen. So ein Idiot, irgendwie Luca oder so hieß der bei uns. Der hat das übelst drüber geschossen und auf die Straße hin. Dann ist ein LKW über den Ball gefahren, der Ball ist einfach platt gegangen. Oh. Konnten wir alle nicht mehr spielen. Ich hab so Ärger bekommen. Ja, meine Eltern mussten einen neuen Ball kaufen. Ihr kriegt Unterricht hier mit iPads? Ja. Nein. Nice. Weißt du, wisst ihr, was wir damals hatten? Diese komischen Overhead-Projektoren, die mal halb auseinandergefallen sind. Hier vorne sind auf jeden Fall auch noch Klassenräume gewesen. Das ist die Küche. Das ist die Küche? Ja. Ah, nee, das hier, das war mein erster Klassenraum. Da war ich zum ersten Mal drin. Da war ich erste Klasse. Da ist OGS. Da ist OGS mit. Ja, dann haben die einiges verändert. Wir sind jetzt quasi einmal hier komplett außen rumgelaufen. Hier ist wieder der Pausenhof. Da vorne war der Eingang. Hier war die Kletterwand. Da bin ich auch mal fett runtergeflogen, habe mir ein Handgelenk gebrochen. Und das war meine erste Klasse. Da war mein erster Klassenraum. Da hinten halt, wie gesagt, Spielplatz und so. Da hat sich aber alles verändert. Also da hatten wir früher ganz andere Sachen. Das waren gefühlt Foltermaschinen damals. Aber ansonsten war das meine Schule. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zu Sandras Grundschule, ne? Yes, sir. Alle Deppen zusammen. Alle zu 5 Deppen. 1, 2, 3. So Leute, jetzt sind wir an meiner Gesamtschule, Grundschule. Wurde jetzt aber komplett übernommen von unserem Gymnasium. Da hinten ist unser Gymnasium und direkt daneben war Sandras Grundschule. Ja, ich kann mich direkt noch an diesen Stern erinnern. Krass, also. Das ist eine Sonne. Ja, damit habe ich immer gespielt. Du hast aber mit dem Boden gespielt. Ich weiß nicht mehr was. Wir haben so menschliches Tic-Tac-Toe und so gespielt. Schön. Ey, ohne Witz, ich will Bürgermeister hier werden. Das war unser Kletterbaum. Da hinten steckt fest. Du steckst nicht fest, Sandra. Hier unten waren kaum Klassenräume. Da unten sind Klassenräume, Dicker. Ja, aber Dicker, das ist Musikraum. Ja, aber ein Musikraum ist ein Klassenzimmer. Ja, das ist ein bisschen korrupt. Was? Korrupt? Wie kann ein Musikraum korrupt sein? Ja, das ist für mich einfach, das besucht man ab und zu. Für dich war Schule eh so, das besucht man ab und zu. Und wir haben damals Verstecken gespielt und damals war die Hecke. Ja, du hast Verstecken vor der ganzen Schulzeit gespielt. Wir hatten auch diese eine WC-Eingang. Ja, crazy, ne? Da wollte man nie drauf gehen. Dieses fette Ding hier war auf jeden Fall die Sporthalle von unserem Gymnasium. Und das hier war die Sporthalle von der Grundschule daneben. Ja. Hier auch wieder Klassenräume, die Sandra nie von innen gesehen hat. Ich war in so einem Förderkurs, aber ja, um mich zu fördern. Ja, ja, da, ja. Aber wirklich, weil ich gut war. Digga, ich war in so einem Erdkundekurs, Geografie. Der hat hier stattgefunden. Fördert man nicht normalerweise Leute, die nicht so gut sind? Ja, aber. Ich glaube, man hat dir das gesagt. Nein. Hier steht natürlich auch wieder gute Schule. No joke, Leute, das sagen euch wahrscheinlich alle. Und ihr hört, ich habe selber früher nicht auf meine Eltern gehört, als die meinten, genießt die Schulzeit. Aber genießt die Schulzeit. No joke. Was wir jetzt alles für Probleme haben, um die ihr euch nicht kümmern müsst. Alles mit Steuern, mit der Versicherung, mit all so Sachen, um die man sich kümmern muss. Das hatte man früher alles nicht. Die denken auch ein bisschen so Silicon Valley, wenn man sich das da so anguckt, ne? Ja, so egal, Grünfläche, können die Schüler sitzen und lernen und so. Wird nie einer machen, aber... Egal. Das ist die OGGS. Ja, damit hatte ich nie was zu tun. No joke, Leute, damals dachte ich, das ist ein übelst heftiger Berg. Boah, als Kind hat man generell so ein paar Sachen ich völlig dachte, überschätzt. Ich dachte, Digga, das ist der Da war ein Hase! Das war nur ein Hase! Sandra hat ein bisschen Schiss wegen dem Hasen. Aber hier vorne war angeblich mal ein Spielplatz. Wie gesagt, das ist halt jetzt Teile des Gymnasiums geworden. Deswegen ist hier wahrscheinlich jetzt kein Spielplatz mehr, logischerweise. Aber so ein paar Sachen stehen hier noch. Zum Beispiel Spielplatz für Kinder unter 14 Jahren nicht gestattet und sowas, bla. Gibt's aber irgendwie alles nicht mehr. Also ihr merkt schon, Sandras Schule hat sich krass entwickelt. Die haben natürlich so ein bisschen dadurch profitiert, jetzt, dass sie halt aufgekauft wurden vom Gymnasium nebenan. Aber so ein bisschen Vergangenheit und Nostalgie geht dadurch natürlich verloren. Bei mir ist alles halt noch fast genauso wie früher. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber gut, Freunde, wenn es euch gefallen hat, wie Sandra und ich hier an unseren alten Grundschulen mal waren, dann lasst mal einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt selbstverständlich auf diese scheiß Glocke. Ich weiß immer noch nicht, was das bringt, aber macht mal, ne? Revi, hast die letzten Worte.